Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ihr könnt es sehen, ich bin an meinem alten Trainingsspot. Die Husqvarna ist ausgeladen, Leon ist am Start und wir werden heute zusammen in den Sonnenuntergang stunten. Komplette Eskalation, 10 Minuten pure Unterhaltung. Ich nehme euch mit. Mein Kennzeichen hat schon gelitten, aber ich kann euch versichern, das wird jetzt noch viel, viel mehr leiden. Junge, wie ab geht's! Ey, ich sag euch, ich war lange nicht mehr so hyped zu fahren. Ich habe den ganzen Tag hier ein Dekor geklebt für den nächsten krassen Merch-Drop und habe Calls gehabt, Mails geschrieben und jetzt einfach mal den Kopf frei bekommen, aufs Motorrad setzen. Das ist genau das, was ich brauche. Und ihr vielleicht auch. Wow, Junge, Junge! Habt ihr es gesehen? Einfach No-Hander rausgehauen. Kennzeichen aufgesetzt. Junge! Wow, 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 wow. Holy shit, Mann. Das war der fucking Begrenzer. Ich werde natürlich auch bald beim Anlassen sein. Es hat jetzt lange nicht mehr stattgefunden. Falls ihr nicht wisst, was das Anlassen ist, ist eine riesige Veranstaltung am Nürburgring, die Anfang April, ich glaube 1., 2., 3. April, am 2. oder 3. April ist das Hauptevent, stattfindet. Komplette Eskalation, über 10.000 Motorradfahrer. Und ich hoffe einfach, dass ihr auch dabei seid. Wirklich. Ich würde es mir so wünschen. Damit wir zusammen wieder eskalieren können, wie vor Corona. Boah, hart ausgebremst. Boah, rechts rum rein. Jetzt auf die Gerade. Und One-Hander. Yes, baby. Digga. Achso, nochmal an der Stelle ein dickes Shoutout an Niklas Wetterhahn, denn er hat einfach auf Ehrenbruderbasis den Radkasten getauscht. Der ist jetzt schwarz, der war vorher weiß. Ich habe einfach von einer 2021er FE501 einen schwarzen Radkasten bestellt, hat alles Plug and Play gepasst und jetzt sieht das Bike wirklich perfekt aus. Gönnt euch einfach nur diese Mona Lisa von Motorrad. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, Mann! Junge, das ist gestört, Alter. Ohne fucking Left-Hand-Brake. Ey, wo hast du eigentlich dein Rücklicht montiert? Das ist ja richtig smart gemacht. Freunde, zieht euch das mal bitte rein. Wie geil ist bitte hier das Rücklicht im Radkasten montiert? Ich habe keine Ahnung, ob man das so auch legal machen darf, aber es ist halt genial, weil normalerweise zerschießt man sich das Scheißteil immer oder es nervt halt und so komplett cleanes Heck und hier hinten drin ist das dann verbaut. Junge, es sieht todesgeil aus. Hast du hier Acker eigentlich geschliffen oder? Ja, das, guck mal hier, den Entschädigung allgemein. Oh, okay, also das sieht nach einem Fail aus. Das sieht nicht gewollt aus. Du wärst doch ein kranker Motherfucker. Hättest du den absichtlich so geschliffen? Junge, das wäre. Das kostet so ein Acra 500 oder 600? Der war gebraucht für 350, glaube ich. Ja, aber 350, immer noch viel Kohle, ne? Also da müsstest du halt schon, weil der sitzt ja relativ weit vorne, locker so auf 2 Uhr sein, damit der schleift. Also es wird schon hart unangenehm. Und die Gefahr, dass du dich dann aushebelst, Junge, viel zu hoch. Lass mal gucken, wer den längsten Coaster macht. Den längsten Coaster? Ja, ab meinem Van. Wir dürfen von hier bis Anfang Van, also Schnauze vom T5, beschleunigen. Und da dürfen wir halt dann in den Coaster gehen. Nur einmal Kupplung ziehen. Und wer dann länger weiterkommt, oder? Genau, wir machen Best of Three. Okay. Ja? Okay. Willst du anfangen oder ich? Komm, schnell, schnell. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Oder soll ich jetzt anfangen? Ja, fang du mal an, komm. So ein bisschen, weißt du, Nervenkitzel. Du hast jetzt den Druck. Ja. Oh, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja, 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 ja. Oh! Herr Leon, sehr gut. Für den ersten Versuch muss ich sagen, Chockgesell. Aber ja, da hat er schon gut vorgelegt, ey. Sonst muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwas finde. Was mich nicht beim Fahren stört, hier nehmen wir mal. Oh, what the fuck, Alter, was ist das denn, ey? Einfach vom Kugelschreiber? Das nehmen wir nicht. Nehmen wir mal das weiße Stück hier, oder? Ja. Also, Markierung steht. Gucken wir mal, was ich jetzt hier raushassel. Das Ding ist halt, wenn ich einmal
unter den Kipppunkt komme, war es das. Dann zählt der Lauf quasi als nicht gewertet. Das wäre scheiße. Okay. Ich habe deine Markierung überrollt. Naja, ich wollte hier halt ein bisschen Revier markieren, ne? Ja, okay, gut. Komm, wir setzen mal einen Marker hier und dann bist du jetzt wieder dran. Ja, das passt doch, oder? Schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob ihr denkt, dass Leon das schafft. Bin sehr gespannt. Man muss halt immer weiter an diese Grenze gehen. Weil wenn man zu weit hinten ist, bremst man zu schnell. Ja, und wenn man zu weit vorne ist, fällt man runter. Das heißt, das ist wirklich so ein Tanz auf dem Seil. Oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Alter. Ah, nein! Shit! Ey, du hättest das geschafft. Ich hab Gas. Was war los? Abgelenkt. Abgelenkt? Hast du an Brüste gedacht oder was? Nee, ich hab gerade daran gedacht, wie ich dich halt besiege. Nein! Bitte! Okay, ich bin gespannt, Bro. Ja, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ja, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ja, oh Mann! Doch, hast du doch, oder? Ich weiß es nicht. Doch, doch, safe, du warst nach dem Stein. Das soll mir reichen. Das, Bro. Das ist geisteskrank gewesen. Digga, mein Kopf. Ah! Fuck! Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, oh nein! Oh, warte mal. Moin! Der jetzt kommt, ne? Was denn? Nee. Der Hinweis, dass ich die Polizei rufe. Das ist mittlerweile seit 10 Jahren, dass wir mindestens 5-mal im Monat hier oben Bescheid sagen. Es nervt. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ich war vor 5, 6 Jahren oder so, war ich hier. Habe ich auch mit deinem Vater und so weiter geredet. Dann hatte ich einen leisen Auspuff. David. Hab mich gefreut. Genieß das Wochenende. Bis dann. Ja, schade. Ich wäre noch gerne ein bisschen weiter gefahren, aber es gab mit dem Bauern hier, den ich noch von damals kenne, ein kleines, nettes Gespräch. Aber er war korrekt, nachdem ich gesagt habe, so, hey, ich bin doch der von früher. Er konnte sich sogar noch an meinen Namen erinnern, weil ich damals halt drauf geachtet habe. Ich hatte extra Oripod dran, habe alles leise gemacht und ich hatte sozusagen eine Vereinbarung mit ihm und seinem Vater, dass ich eben bis so und so viel Uhr immer fahren darf. Ich glaube, es war abends irgendwie 19 Uhr, 20 Uhr, eben mit der Originaltröte und dann ging das klar. Aber jetzt hier, war wohl ein bisschen lauter. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Beim nächsten Mal gibt es dann mehr Coaster Battle hier mit the one and only Leon, mein Lieber. Immer wieder gerne. Natürlich auf Ehre verlinkt, also check das ab. Der Typ ist geistesgestört. Heute haben wir keine Drifts gemacht, weil du musst deinen Reifen schon. Ist das korrekt? Ja, ich krieg den das Wochenende nicht umgezogen. Aber beim nächsten Mal gibt es wieder Drifts. Beim nächsten Mal gibt es absolut wieder Drifts. Ein Mann, ein Wort. Schade drum, ey. Gerade geht die Sonne um. Ja, es ist wirklich schade. Hast du ein Kennzeichen? Nein. Leider nicht. Also schon, aber ohne Plaketten. Das wäre ein bisschen... Sowas machen wir nicht. Nicht hier im Umkreis. Nee, nicht hier im Umkreis. Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schaut bei The One and Only Leon vorbei. Und ja, demnächst gibt es dann mehr Action. Vielleicht wieder on the street, vielleicht am Spot. Who knows what happens. Ich habe euch auf jeden Fall lieb. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Karre ihr geiler findet. KTM EXC hier mit dem schönen Weiß-Rot-Design mit Chrom oder die Husqvarna FE501. Einfach wirklich ganz unparteiisch. Haut's mal rein.
Also ich meine, hier ist ein Acker dran und sogar angeschliffen. Ja? Da muss man schon mal ein paar Bonuspunkte vergeben. Also anyway, genießt die restlichen Stunden und das Allerwichtigste, geht steil.